Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Heute geht's weiter mit einer Verpackung aus meiner Reihe. Verpackungen aus Designerpapier in der Größe 6 Inch mal 6 Inch oder 15,2 cm mal 15,2 cm. Heute ist es wieder eine etwas flachere Schachtel, nicht so hoch, die man hinlegen kann. Und die hat hier an der Seite, jetzt habe ich hier mein Klebebibbel, ist die selbstschließend. Das heißt, ich brauche da nicht unbedingt noch weiteres Klebematerial. Wenn ich Inhalte habe, der sehr schwer ist und wenn ich schräge Halter aufschieben könnte, dann kann ich das natürlich zukleben oder ich könnte das noch mit einem Loch und einem Band versehen, mit einem Klemmerchen. Das sind dann deine Ideen, die du dazu brauchst. Aber im Prinzip reicht diese und bleibt von sich so verschlossen. Wie ich diese Schachtel jetzt gemacht habe, das zeige ich dir sofort. Wir brauchen wieder einen Bogen Designerpapier. 6 Inch mal 6 Inch. Ich habe wieder von dem Designerpapier bezaubernd bunt genommen, weil ich finde, dieses bunte Paket ist wirklich hervorragend dafür. Diese Pakete sind meist in 48 Stück abgepackt. Farbgebungen, die alle aufeinander abgestimmt sind und so miteinander harmonieren. Wenn du also hieraus die Idee mit dem Adventskalender basteln wollen würdest, dann hättest du bei 48 Bogen 24 mal 2, sprich 2 Adventskalender. Für 15,25 €, glaube ich, will mich jetzt nicht festlegen, kostet das Designerpapierpaket. Da wäre also die Möglichkeit, aus einem Paket 2 Adventskalender zu gestalten. So, ich nehme einen Papierschneider zu Hilfe und habe jetzt hier mein Designerpapier liegen. Vom Design her, bei den Punkten war es mir egal, bei dem Muster wäre es mir recht, wenn es so rum verläuft. Ja, also lege ich die Packung so auf und falze mir zuerst diese beiden Linien, die ich dort brauche. Entschuldigung. So, wir drehen das Papier einmal um auf die Kopfseite, weil die erste Linie gleich eine Talfalte wird. Ich finde, das Papier lässt sich leichter knicken, wenn man auf der Seite, wo man die Falz sieht, nach hinten drückt. Da wir das nachher in die andere Richtung haben wollen, habe ich das jetzt auf das Gesicht gedreht. Das mache ich mit der anderen Seite genauso, bei einem Zentimeter Falzen. Ihr müsst das nicht machen. Wenn ihr nachher beim Zusammenbauen der Box seht, was ich das mache, erkennt ihr es vielleicht, dass es Sinn hat. Geht aber auch alles anders. Ich finde nur, es vereinfacht das Ganze. Also ein Zentimeter habe ich jetzt gefalzt. Jetzt drehe ich es wieder auf die Seite, die ich außen haben möchte und falze da bei 3,5 cm. Auch diese Falzlinie 3,5 cm von beiden Seiten. Ich habe also jetzt 1 cm und 3,5 cm und auf der Seite 1 cm, 3,5 cm. Jetzt wird mein Papier quergelegt und ich falze bei 2,5 cm, bei 4,5 cm, bei 9,5 cm und bei 11,5 cm. Geschnitten wird in diesem Falle gar nichts. Das heißt, die Papierschneidemaschine kann noch nicht ganz weg. Wir brauchen noch 2 Markierungen, fällt mir gerade ein. Auf der Seite, die wir zuerst gemacht haben. Moment, lass mich eben schauen. Nein, so. Auf der, wo wir es gerade gefalzt haben, ja, mit 3,5, 2,5, 4,5, 9,5 und 11,5. Da brauche ich jetzt hier mittendrin. Ja, so habe ich es gefallen. Da waren die 2,5 und die 4,5. Dazwischen brauche ich jetzt die Linie. Und 2,5 bis 4,5 sind 3,5, also kann ich das da anlegen. Und mache mir die Falzlinie bis zum 1 cm, also bis zu der ersten Markierung, bis zur ersten Querfalz von oben und von unten. Und das gleiche mache ich auf, schiebe ich weiter auf 10,5, 10,5 cm und falze auch hier in dem unteren Bereich bis 1 cm. Ganz gerne mal hochschieben, ne? Unten angefangen, dass der 1 cm, ich sehe ja hier die Falzlinie und mein Klinge hat hier so eine Markierung, dass die auf den Zentimeter zu liegen kommt. Und hier oben setze ich sie bei 1 ein und schiebe es nach oben. Dann habe ich auch hier oben mein 1 cm. Da ist er gefalzt. Und ich brauche es nur einmal anlegen, kann oben und unten meine Markierungen machen. Wir brauchen aber noch weitere Falzlinien. Entschuldigt bitte, ich habe einen leichten Husten. So, dafür brauche ich ein Lineal.
Und eine Falz, ja, entweder Falzkugel oder ein Falzbein, nehmt, was ihr drin habt oder womit ihr arbeiten könnt. Ich nehme gerne diesen Falzkugel vom Aufhebhelfer. Der ist für mich auch so gut zu handeln, dass ich den gar nicht in der Halterung brauche. Und verbinde jetzt diese Linie, die ich gerade gemacht habe. So seht ihr sie im Video. Hier stößt sie auf diese Kante und von dem Punkt aus in die beiden gegenüberliegenden Ecken. Das mache ich bei allen vier Feldern. Da sieht man das. Nach da und nach da. Mein Lineal. Und ich setze die Falzkugel an und dann das Lineal dagegen. Dann sehe ich, dass die Falzkugel braucht ja ein bisschen Platz, dass ich auch wirklich in der Ecke lande. Also erst die Falzkugel ansetzen, dann gucken, wie das Lineal Platz braucht. Beziehungsweise den Platz anlegen, dass das. Ich habe mir etwas weichere Unterlage drunter, damit sich das gut durchdrücken lässt. Hier auch die Falzkugel anlegen und wenn ich dann daneben lege, dann sehe ich ja, dass mein Lineal nicht genau in dem Punkt ist. Also muss ich das auch auf der anderen Seite so anlegen, dass die Falzkugel an meiner Markierung ankommt, damit auch nachher alles gut passt. So. Und hier auch noch. So, und jetzt knicken wir das vor. Da nehmen wir euch gerne auch das Falzband zur Hilfe. Ich nehme das mal hier aus dem Weg. So. Erstmal wird alles gefalzt. Wir machen erstmal die Linien in der einen Richtung, weil da, wo wir diese 1 cm Falz gemacht haben, die möchten wir ja in die andere Richtung machen. Deshalb habe ich die ja gleich in der anderen Richtung gefalzt. Nur zur Erklärung. Durch diese Linie, die ich jetzt hier in das Papier gedrückt habe, ja, manche grinsen jetzt, die bei meinem Workshop sind. Damit habe ich die Struktur des Papiers schon ein bisschen gebrochen. Und damit geht das so rum, leichter zu falzen als andersrum. Da würde ich das Papier jetzt stauchen. Deshalb bediene ich mich halt dieser Hilfe und damit geht das schön rum. Und dann ist die Falz, auch wenn das Papier sich vielleicht dagegen die Struktur richtet, eine schöne glatte Kante. So, und hier haben wir gesagt, das wird in die andere Richtung. Da haben wir ja auch in die andere Richtung gefalzt. Da ist die gedrückte Linie auf dieser Seite. Und das kann ich jetzt auch ganz einfach umdrehen. Und mit dem Falzbein platt drücken. Man muss es nicht so machen. Ich finde es gibt am Ende ein saubereres Ergebnis. Probiert es einfach mal in Ruhe aus. So, jetzt haben wir noch diese Falzlinien. Und die müssen nach außen, deshalb habe ich sie auch von oben drauf gesetzt. Das ist am einfachsten. Und hier die Ecken, da haben wir ja auch die Falzlinie gesetzt. Die muss so. Das heißt, ich kann an der Ecke anfangen und forme jetzt an der Falzlinie das Dreieck rein. Damit muss ich diese Ecken auch ein bisschen mit schon nutzen. Ja, dass hier sich das Papier um die Kante legen lässt. Das macht es mir einfacher. So, und jetzt kann ich das hier festhalten und da gehe ich wieder in den geraden Knick. Ja, da festdrücken und da festdrücken. Und da kann der wieder hier hinten geführt werden. Ja, und so machen wir das an allen vier Ecken. Ich fange an, dass ich die Ecke knicke. So, halte den fest und gebe dann dieser Ecke die Form. Halte es in die andere Richtung. Und da kann ich ne, das hier nutzen, gegenhalten und fest anknicken. Dann geht es nämlich gleich ganz von alleine in die Form. Hier wieder erst den Knick und dann den und den. Wenn ihr, wie gesagt, diese nächste Kante gleich ein bisschen mit umknickt, dann lässt sich das da gut reinarbeiten. Und noch die letzte Ecke. Erst in den 1 cm Bereich. Dann die Falz, die wir hier vorgeknickt haben. Ne, da an die Ecke. Und da ebenso. So. Jetzt haben wir alles gut vorgeknickt. Ich habe auf dieser einen Seite bei 2,5 angefangen. Das habe ich deshalb gemacht, weil mein Mittelteil ist 5 cm breit. Der Boden also auch. Wenn ich jetzt den großen Teil zuerst flach drücke, der breiter ist. Also das, was am Ende beim Falzen, hier war die letzte Falzlinie bei 11,5, das Stück ist über.
Wenn ich das nach unten lege und das hier oben drauf, dann habe ich den Übergang genau in der Mitte. Da das unten der Boden ist, spielt das für mich keine Rolle. Ich finde das an der Stelle schöner, als wenn ich das so ausmesse, dass es am Ende passen soll und dann guckt hier eine Kante über. Meine Art, das zu machen, finde ich so für mich persönlich schöner. Ich muss natürlich jetzt aufpassen beim Zusammenkleben, dass ich nicht meine Box hier irgendwo zusammenklebe. Das heißt, ich mache an beiden Seiten nur an der Außenkante Klebe. An diesem Stück, weil ich weiß, das passt da drüber. Aber ich weiß nicht, wie weit ich bis da Klebe brauche. Also mache ich an dem unteren Stück, wo es drauf soll, von oben die Klebe. Und jetzt schiebe ich das zusammen. Und dann ist beides geklebt. An der Kante und an der Kante. Da hatte ich gerade ein bisschen Kleber in den Fingern. Eben abradieren hier, nicht, dass ich mir da gleich... So. Und jetzt kann ich das schon, wenn ich das so schön vorgefalzt habe, ganz einfach hier zusammendrücken. Ja, vorgearbeitet ist die halbe Arbeit. Jetzt lege ich das noch ein bisschen schräg und drücke das hier noch ein bisschen fest in dieser Falz. Von unten sieht es jetzt so aus. Bei dem Muster, ich finde das gar nicht schlimm, es ist halt mittig getrennt. Und weil es mittig ist, stört es mich nicht. Weil ich finde, das passt. Von oben ist die Box akkurat. So. Und jetzt gucken, ob ich das Rote unten haben will oder ob ich das Blaue hier unten mehr haben will. Ich glaube, ich lege es so rum und habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich aus dem... Stanzformen, es geht rund, habe ich mir dieses Teil zweimal durch ausgestanzt. Einmal in Blaubeere und einmal in Azurblau, weil beide Farben hier drin sind. Und setze mir das jetzt hier drauf. Bei diesem habe ich die Rosette gemacht und weiter ausgeschmückt. Da wollte ich jetzt mal ein bisschen was anderes machen, beziehungsweise was nicht so einen großen Aufwand gibt. Nicht jeder möchte so aufwendig haben. Und mache jetzt hier drunter mit Tombow, mache ich meine Rosette fest. Ich mache es mit Absicht so, dass es nicht übersteht. So. Und wir haben Flitterschmucksteine im Viererpack. Die sind in Limette, Blaubeere, Sommerbeere und Pfauengrün. Und da das ja hier drin ist und ich verwendet habe, gucke ich mal, wie das aussieht, wenn ich da in der Mitte jetzt einen von den blauen Steinen reinsetze. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Wenn ich das vorher drauf gemacht hätte, wäre das bestimmt einfacher gewesen. Jetzt mache ich es auf und drücke da einfach mein Papierfalter gegen. Dann kann der Kleber erstmal ansetzen. So. Jetzt kommt noch der Spruch für dich drauf. Auch der ist aus dem Paket, aus dem Stempelset. Es geht rund. Da, für dich, für euch. Heute wird gefeiert, also zum Jubeltag. Finde ich, passt zu vielen, vielen Anlässen, dieses Set. Und als Produktpaket spart man ja auch noch 10% gegenüber Einzelkauf. So, ich hatte mir vorhin hier ein Stück Farbkarton in Grund was hingelegt. Das Stempelkissen in Blau wäre es auch schon da. Und der Stempel für euch ist schon auf dem Acrylblock. Das habe ich mir dann in Blaubeere einmal. Ich brauche das. So. Stempel mir das hier einmal auf. Nehme mir meine Papierschere. Ich könnte jetzt auch mit dem Papierschneider arbeiten, aber ich mache das jetzt händisch. Gehe da dran und versuche mit der Schere den Abstand hier überall gleich zu haben. Oben mit den Ü-Punkten ist das nicht ganz so einfach. Da muss ich einen größeren Abstand wählen, damit die Ü-Punkte nicht abgeschnitten werden. Aber ich finde, man darf durchaus sehen, dass das handgemacht ist. Jetzt kürze ich hier noch die eine Seite ein bisschen ein. Mache mir da einen Wimpel raus, indem ich hier einfach von hinten in der Mitte einschneide. Und jetzt von den Ecken bis zu meinem Ende des Einschnittes. Das geht mit unserer Papierschere hervorragend, weil die bis vorne in die Spitze schneidet. So, jetzt gebe ich dem noch ein bisschen Form, hier drunter und da von oben. Und werde mir das jetzt hier noch, das ist mir da ein bisschen zu lang, tiefer kommt es nicht drunter, schneiden wir das noch ein bisschen kürzer. Ja,
Das gefällt mir. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen Tombow runter. Und klebt das hier an. Und das kann jetzt hier frei schweben bleiben. Ja, das ist wieder eine weitere Idee. Ich glaube, es ist die fünfte von meiner Reihe Geschenkverpackungen oder überhaupt Verpackungen aus 6x6 Inch Designerpapier. Ich habe noch weitere Ideen. Es kommen noch ein paar. Ich hoffe, ihr bleibt weiter treu. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt von mir, dann drückt abonniert meinen Kanal. Drückt also unten die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video wieder online geht. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche Freitag. Viel Spaß in der kommenden Zeit. Tschüss.